Aloha Freunde, diese schicken Lobster Rolls bereiten wir heute im 36. Teil der kulinarischen Grill 5 US Tour für den Bundesstaat Maine zu. Maine als östlichster Bundesstaat hat prozentual mit mehr als 90% Waldfläche den höchsten Waldanteil der USA. So ist Maine nicht zuletzt dank der in den Wäldern eingebetteten Seen als Erholungsgebiet bei den Großstädtern der Ostküste sehr beliebt. Dazu trägt auch die Atlantikküste bei, die wiederum zahlreiche Meeresfrüchte zu bieten hat. Der Maine Lobster ist dabei landesweit der bekannteste Fang. Während dieser Hummer entlang der Atlantikküste Maines fangfrisch und preiswert zu bekommen ist und dadurch zum festen Bestandteil des Fastfood-Alltags gehört, zählt er bei uns eher zu den Luxusgütern. Doch wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um euch innerhalb der Reihe Grill 5 US Tour aus amerikanischem Hummer die beliebten Maine Lobster Rolls zuzubereiten. Die Hauptzutat dieses Exemplar eines amerikanischen Hummers haben wir als Tiefkühlware online bei Deutsche See gekauft. Den Humarus Americanus haben wir vorher übrigens in kaltem Wasser langsam aufgetaut. Was brauchen wir noch? Wir haben hier Möhre grob geschnitten, Sellerieabschnitte und Selleriestange. Wir haben ein paar Salatblätter, eine Bio-Zitrone und Petersilie und Dill schon mal fein gehackt. Angewürzen fahren wir hier ganzen Kümmel, also Kümmelsaat auf, des Weiteren Salz und Pfeffer. Und wir haben hier eine Mayonnaise, die könnt ihr natürlich selber machen. Wir greifen gleich auf eine fertige zurück und auch die Brioche Hotdog Buns sind heute mal zugekauft. Das war's auch schon. Die genaue Auflistung aller Zutaten findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Starten wir mit dem Mayonnaise-Dressing, was übrigens das Alleinstellungsmerkmal der Maine Lobster Rolls darstellt. Im Gegensatz überzieht man etwa in Connecticut das Hummerfleisch für deren Lobster Rolls mit zerlassener Butter, die mit Knoblauch und Kräuter aromatisiert wird. Aber wieder zurück zur Maine-Version. Dafür geben wir schon mal etwas Mayonnaise hier in eine Schüssel. Dazu etwas Abrieb der Bio-Zitrone und auch etwas vom frischen Zitronensaft darf hinzu. Vom Stangensellerie schneiden wir feine Würfel und geben die ebenfalls hinzu. Etwas von der gehackten Petersilie und vom gehackten Dill mit rein. Und jetzt noch mit Salz und Pfeffer aus der Mühle würzen. Alles schön verrühren und mal kurz verkosten. Sehr lecker. Jetzt kümmern wir uns um den Hummer und dazu bringen wir Wasser in einem Topf zum Kochen. Und geben dann etwas Salz und die Kümmelsaat hinzu. Folgen noch ein paar Karottenstücke und die Abschnitte vom Sellerie. Wenn es dann kocht, kommt der Hummer hinein und seht ihr, das Wasser hört dadurch auf zu kochen. Sobald das Wasser wieder anfängt zu kochen, nehmen wir den Topf auch schon vom Bräuking. Ich sag mal so, bei unseren 500 Gramm schweren Hummer lassen wir den jetzt so für 8 bis 10 Minuten in dem Fond ziehen. Jetzt wollen wir mal ans Hummerfleisch. Das könnte übrigens eine feuchte Angelegenheit werden, da sich innen oft Wasser ansammelt. Also nutze ich hier mal gleich so einen großen GN-Behälter. Nehmt für das Aufbrechen der Schale das Werkzeug eurer Wahl, sei es hier eine Küchenschere, ein Nudelholz oder ein dickes Messer oder von mir aus auch einen Hammer. Wer genau wissen will, wie das gemacht wird, schaut sich eines der zahlreichen Anleitungsvideos bei YouTube an. Da wird das von Fachleuten richtig gut erklärt. Ich bin hier auch kein Profi darin, denn ich mache mir auch nicht jede Woche einen Hummer. Daher lehnt euch einfach mal zurück und schaut mir zu, wie ich mehr oder weniger geschickt das gute Hummerfleisch aus der Schale hole. Kamera ab!
Das war jetzt am Ende gar nicht so schlimm. Ein bisschen Fummelei, wenn man das erste oder zweite Mal macht. Aber mein Gott, hier ist das Fleisch. Lecker. Unheimlich lecker. Bleibt noch das tolle Lobsterfleisch ein bisschen in mundgerechte Stücke zu schneiden. Und dann wird das mal hier in die gepimpte Mayonnaise vorsichtig untergehoben. Jetzt wird es Zeit, jetzt richten wir mal an und geben hier ein Salatblatt in den Bun. Übrigens, richtig authentisch wären oben aufgeschnittene Buns, aber mein Gott, die Buns von der Seite zu füllen, ist hoffentlich kein allzu großer Frevel und man lässt mich künftig noch nach Mähen rein. Dann das Ganze mit dem Hummerfleisch schön auffüllen. Dann noch etwas hier vom frischen Dill drüber. Klein bisschen Petersilie. Das sieht doch schon mal richtig lecker aus. Dann bleibt noch eins zu tun. Ich werde mal verkosten. Auf euch, Freunde! Richtig gut das Teil. Das butterzarte Fleisch des Krustentieres in der gepimpten Zitronenmayo, das hat was. Diese Lobsterrolls aufgetischt und jede Standard-Grillparty bekommt einen Hauch von Luxus. Mal ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich ohne die Grill5O US-Tour die Lobsterrolls jemals probiert hätte. Doch es hat sich dank tollen Geschmackserlebnis gelohnt, mal ein bisschen mehr Geld auszugeben. Man muss sich halt auch mal was gönnen. Wer jetzt Lust auf die US-Küche hat, der schaut im Anschluss gleich noch ein paar Filmchen der Reihe an. Da gibt es 50 Rezepte aus allen 50 US-Bundesstaaten. Maine hat heute mit dem Hummer hier ganz toll abgeliefert. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Euer Cowboy von Grill5O. Grill5O.